Hallo. Ubuntu 13.04 gibt es jetzt mittlerweile offiziell zum Runterladen auf der Ubuntu Homepage und ich habe da was Witziges entdeckt, was Witziges. Und zwar gehen wir mal kurz auf Firefox. Gehen wir mal auf die Ubuntu Homepage. So, closen wir das mal. Und zwar gibt es da Take a Tour auf Ubuntu, Take a Tour auf Ubuntu. Gut, Get Ubuntu Now könnt ihr Raring Ringtail euch runterladen, Ubuntu Desktop. Und lasst euch auch nicht durch das PayPal-Gedöns irritieren. Hier ist Ubuntu 13.04. Könnt ihr entweder eine 32-Bit oder 64-Bit-Version runterladen. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück. Das stört mich jetzt hier. So. Und zwar ist es so. Wir haben noch die Möglichkeit, diese Tour da zu machen. Take a Tour auf Ubuntu. Take a Tour auf Ubuntu. Und wir gehen da mal rein. Dann sieht es nämlich so aus, als hätte man Ubuntu schon installiert. Das ist ganz witzig gemacht. Das finde ich so richtig klasse. Show yourself around finde ich gut. Hier, die Sachen kann man verschieben mit der Maus. Bei mir, ich mache das hier mit meinem Touchscreen. Da kann man so tun, als hätte man schon Dash installiert. Und wunderbar, da kann man auch mal teilweise das eintippen. Ne? Kann man aber mal probieren, wie das so aussähe, als hätte man Ubuntu installiert. Das habe ich richtig klasse. Ne? Das ist schön gemacht. Ne? Ist aber in Wirklichkeit nur eine Simulation im Firefox Webbrowser. Aber wenn man jemanden Fremden zum Beispiel, der Ubuntu noch nie gesehen hat, mal Ubuntu zeigen will, ne, dann ist das vielleicht eine ganz witzige Sache. Und auch hier wird der Movie Player simuliert, den man dann auch im Vollbildmodus starten kann. Muss man einen Moment warten, ja, bis der so startet. Stopp, mal gucken. Irgendwie ging der auch im Vollbild. So, Movie Player. Fand ich so richtig klasse, ne? Als ob man mit so einem normalen Ubuntu-System arbeitet. Ne? Fand ich pfiffig gemacht. Exit the Tour. Und damit kommt man wieder raus. Also ladet euch runter. Kann ich nur empfehlen. Ubuntu 13.04 Raring Ringtail. Jetzt runterladen. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.